noch mal einen Versuch mit der Nachtmission hier in der Homefront Beta. Bei starkem Regen, wie das hier aussieht. Wir warten immer noch auf Spieler und es kann durchaus sein, dass in der Folge die Server ausgeschaltet werden, denn es ist jetzt kurz vor Ende. Und wir drehen uns schön im Kreis. Sehr gut. Ich glaube, was zum Beispiel auch noch irgendwie fehlt, ich weiß nicht, ob Sie das komplett über den Chat dann lösen wollen, ein Okay, Grace, System, listen up. wo man, The habe ich KPA unterschiedliche outpost is west of your Scopes? Ja. position. We need you to infiltrate it and neutralize all resistance. Once the base is secure, open the gates. Tobias and his men will head to your location once you signal the all clear. They'll be your drivers for the heist, so keep them safe. This area is crawling with KPA. Stay alert and keep your heads down. Wo sind die anderen jetzt hin? Ach, es gibt doch eine Map, wenn man die Taste länger gedrückt hält. Ah, das ist klar. Und da kann man auch Wegpunkte sich setzen. Hey, hier waren doch eben gerade noch andere Spieler mit drin. Naja, was soll's. Was soll's, dann werde ich halt nicht lange überleben. Kann mal versuchen, wie weit ich komme, wenn ich schleiche. Zumindest habe ich jetzt mal nochmal eine andere Waffe. Gibt auch Perks, die also so Level-Upgrades, die einen besser verstecken lassen oder die eben, wenn man dann auf der Flucht ist, die Gegner einen schneller vergessen lassen, mehr oder weniger. Also dass man schneller wieder inkognito unterwegs ist. Das Ding könnte ein bisschen weiter sein, also das könnte Gegner ein bisschen aus höheren Entfernungen erfassen. Das wäre gar nicht so schlecht. Weil hier jetzt zum Beispiel. Ach doch, da hinten den kriege ich jetzt und den auch. Und die Drohne hier vorne, die steht wahrscheinlich so blöd. These Nork strongholds are built upon the ruins of Philadelphia. There are probably multiple ways inside, if you know where to look. Also noch haben sie mich nicht. Noch nicht mal entdeckt. Da eignet sich die Karte jetzt natürlich schon sehr hier mit dem den ganzen Durchgängen in den Gebäuden, dass man sich da einfach durchschleicht. Es ist nur die Frage, wie rum. Oh. Das meinte ich übrigens mit der, mit den Physiksachen. Wunderbar. Geil. Na? Na, schaffen wir's? Oh Mann. Kommen wir normalerweise nicht gut raus. Ah, nee, wir schaffen es nicht. Na komm, komm, fahr außen rum. Versuch es. Baby, du schaffst es. Super.
Das ist zu risky, da komme ich nicht lang. Aber ihr merkt schon, also das mit dem Schleichen, das geht theoretisch auch. Wenn man einen guten Weg findet. Und das ist halt echt so der Teil, wo ich sage, wenn sie das noch ein bisschen sauberer hinkriegen, dann wäre es halt doch interessant. Jetzt hätten mich hier beinahe welche erwischt. Ja, es ist nicht unspannend. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ah, jetzt haben sie mich voll erwischt. Na gut. Da kann ich nicht viel machen. Nur wegrennen. Allein ist das halt auch einfach nicht gut zu machen, wenn die einen mal entdeckt haben. Auf dem Schwierigkeitsgrad ist es dann halt echt zu schwer. Aber die machen auch ordentlich Druck, die kommen gut hinterher. Ah, jetzt kommt der Jeep schon von der Seite, na danke. Und ich kann keine Bomben bauen, nein. Schon allein der Bagger hier, also Terminator pur. Versuchen wir mal hier oben lang zu kommen. Oder uns zumindest hier ins Haus zurückzuziehen. Lässt sich zumindest mit ein bisschen Glück besser verteidigen. Oh, das ist ein Heavy, oder? Ja, das war's. Naja, wie gesagt, alleine ist das keine gute Idee, aber ich glaube, es kommt trotzdem ganz gut rüber, wie die Atmo so sein kann und dass das durchaus spannend sein kann, wenn man sich da gut abspricht. Das klingt jetzt so, als würde ich voll Werbung fürs Spiel machen, aber will ich jetzt eigentlich für den, in dem Zustand, in dem es ist, nicht machen, aber ich sehe halt, dass da durchaus, ja, da könnte halt durchaus echt was Cooles drinstecken, was es so in der Form jetzt nicht so wahnsinnig oft gibt. Gute Vierspieler-Koop-Spiele, die wirklich designte Missionen haben und auch vom Gameplay durchaus so viele Möglichkeiten bieten, das gibt es nicht so oft. Also klar, The Division steht jetzt an, aber ansonsten muss man da teilweise dann schon sehr, na gut, man wird jetzt hier nichts mehr finden, muss man da teilweise sehr in den Bereich der irgendwelchen Early-Access-Spielen gehen, wo das dann so halb Open-World alles ist, aber auch sehr zusammengeschmissen und irgendwie ja nicht so richtig rund auch. Und mir gefällt halt auch das Setting total. Naja, mal gucken, was sie daraus machen. Bin gespannt. Das war's jetzt hier wahrscheinlich erstmal in der Beta. Die wird nämlich gleich ausgeschaltet und das verkaufe ich hier noch schnell meine Erfahrungspunkte gegen ein bisschen Geld. So, ja damit. Ja genau, die wird jetzt bald ausgeschaltet und vielleicht machen sie nochmal eine. Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee, um mal zu zeigen, dass es doch noch eine Entwicklung gab. In diese hier konnten ja jetzt eigentlich sehr, sehr viele rein. Also sie haben ja wirklich mit Kies um sich geworfen. Man kann übrigens maximal 9 solcher Skillpoints verteilen und die brauchen in höheren Tiers brauchen die auch mehr Punkte, also man kann seine Figur nicht einfach mit allem hochleveln. Deshalb gibt es halt auch mehrere Charakter, die man nehmen kann. Ich habe jetzt hier nur einen, damit man die eben anpassen kann und sich für bestimmte Situationen hinbauen kann. Gibt viele, viele Sachen, die da besser werden könnten, besser sein könnten in dem Spiel, aber ich sehe durchaus Licht am Ende des Tunnels und bin gespannt, wie sich die Vollversion anfühlt und ob ich irgendwie die Kollegen überredet kriege, vielleicht doch mal mitzuspielen. Mal gucken. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem irgendwie einen halbwegs guten Eindruck kriegen können von der Beta. Und vielleicht gibt es ja noch mal eine Open Beta. Dann könnt ihr die ja da ausprobieren. Ansonsten war es das von meiner Seite aus erstmal. Macht's gut. Ciao.